Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Zackfishing Wels-Kanal. Heute steht ein Haken im Fokus, der unter Wallerangeln schon fast so einen gewissen Mythos-Status erlangt hat. Ich weiß eigentlich gar nicht warum. Meiner Meinung nach wird viel zu wenig damit gefischt, weil er eigentlich sehr, sehr viele Vorteile mitbringt. Worum es genau geht und welchen Haken ich meine, das sehen wir jetzt dann nach dem Intro. Ja, und zwar ist die Rede vom Circle Hook. Circle Hook, ich habe hier mal so einen dabei, sieht man's. Circle Hook ist ein Haken, der tatsächlich beim Angeln generell weltweit sehr, sehr häufig verwendet wird, aber eben beim Wallerangeln immer noch so ein bisschen mit Skepsis behandelt wird. Und das ist was, was ich gar nicht verstehen kann, weil es ein Haken ist, der zumindest in meiner Angelei mittlerweile ein ganz, ganz fester Bestandteil geworden ist. Und ich will euch gerne erzählen, warum. Und zwar ist es eben so, dass es Situationen gibt, in denen man den Anhieb als Angler nicht aktiv setzen kann, beziehungsweise bei denen man als Angler beim Anhieb relativ schlechte Chancen hat, die Kraft des Anhiebes auf die Hakenspitze zu bekommen und den Biss zu verwandeln. Ja? Und das wäre aber oder ist generell immer wichtig, um den Haken ins Wallermaul einzutreiben, gerade auch weil der Waller ein sehr hartes Maul hat, mit Ausnahme der Maulwinkel. Jetzt ist es eben so, dass es beim Flussabangeln in der Strömung kein Problem darstellt. Der Wels nimmt den Köder auf, flüchtet flussab, zieht gegen die Rute, hakt sich in den meisten Fällen eigentlich selbst. Jetzt ist es aber eben so, dass es auch Spots gibt, die man flussauf beangeln muss, weil man eben anders nicht rankommt oder weil es eben der bessere Weg ist, die von unten nach oben zu beangeln. Und weil der Wels eben ein Fisch ist, der wie so viele Fische mit der Strömung flüchtet, hat das zur Folge, dass wenn man flussauf fischt und der Wels flüchtet mit der Strömung, dass er auf einen zukommt, dadurch eben nicht in die Rute läuft und dadurch eben auch einen weniger guten Hakeffekt abbekommt. Und das lässt sich eigentlich auch nicht auffangen dadurch, hier sind Mücken auf der Linse, Moment. Das lässt sich eigentlich auch nicht auffangen dadurch, dass man sagt, ich lenke um und schlage dann über den Umlenker an. Der Umlenker ist ja dann immer in der Regel noch ein Stück oberhalb vom Köder und die Kraft dann zu übertragen in den Umlenker und wieder zurück zum Stein auf die Hakenspitze ins Wallermaul funktioniert meistens nicht oder in sprichwörtlich abgeschwächter Form maximal und dadurch ist die Bissverwertung oder war sie bei mir, ich kann nur von mir reden, war sie immer eher schlecht beim Stromaufangeln. Und dann habe ich mir irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich drauf gekommen bin, Circle Hook, habe mir das mal angesehen, habe mal geguckt, wo er so angewandt wird. Und es ist tatsächlich so, dass Langleinenfischer in den Meeren mit den Circle Hooks angeln. Und das machen die deshalb, weil es ein Haken ist, der greift, ohne dass sie in Anhieb setzen, können sie ja auch nicht. Sie legen ja die Leinen aus, die treiben an Bojen im Meer und wenn die Fische beißen, dann müssen sie sich sozusagen selbst haken. Das fand ich interessant, das fand ich spannend und habe eben gedacht, okay, das ist vielleicht ein Haken, der den Anhieb ersetzen kann, der mir in manchen Angelsituationen sozusagen abhanden kommt und habe das dann ausprobiert und habe wirklich mal gezielt gegen die Strömung mit Zirkelhook geangelt und habe wirklich seit diesem Tag tatsächlich bessere Bissverwertungen beim Angeln gegen die Strömung bekommen. Und nicht nur beim Angeln gegen die Strömung ist es so, sondern eben auch beim Bojenfischen oder beim Abspannen. Ja, also Bojenfischen und Abspannen, Boje noch mehr als Abspannen, hat einen riesen Bungee-Effekt. Beim Biss gibt die Boje nach, der Ausleger gibt nach, die Montage geht auf Tiefe, die Rute gibt nach, alles gibt irgendwie nach. Und es ist schon mal klar, dass der Wels sich hierdurch in den meisten Fällen nicht selber hakt. Und wenn jetzt wir noch auf ein bisschen größere Tiefe fischen, das heißt beispielsweise mal den Köder auf 8 Meter präsentieren und noch ein bisschen weiter weg von unserem Angelplatz, was auch in den meisten Fällen der Fall ist, dann ist es so, dass auf diese Distanz und dann noch in die Tiefe der Anhieb durch den Angler auch nur ganz schwer ins Fischmaul übertragen werden kann, so wie er soll. Und deshalb ist das Abspannen auch eine Angelei, bei der es oft zu Fehlbissen kommt, vor allen Dingen eben, wenn man relativ tief und auf relativ große Distanzen angelt. Und auch hier habe ich den Circle Hook dann verstärkt eingesetzt, weil das eigentlich ideal war. Warum, erkläre ich gleich noch. Es war eine ideale Angelei für diesen Haken und seither angle ich wesentlich entspannter. Ich muss mich beim Biss nicht mehr besonders viel beeilen.
weiß aber, dass ich trotzdem beim Abspannen, also wie eben schon erwähnt, gegen die Strömung angeln, meine Bissverwertung hochgeschraubt habe. Ja, stellt sich natürlich die Frage, wie funktioniert so ein Circle Hook eigentlich? Weil letzten Endes muss man sich ja daraus dann ableiten, wie man damit umzugehen hat. Und es ist eben so, dass so ein Circle Hook so funktioniert, dass er, nachdem er vom Fisch aufgenommen wurde, auf der Innenseite vom Maul entlang rutscht, wenn der Fisch abdreht und alles so langsam auf Spannung bringt und sich dann aufgrund seiner Form wirklich sauber in den Maulwinkel eindreht. Und je mehr Druck auf die Montage kommt, desto weiter dreht er sich ein. Es ist aber hierbei ganz entscheidend, dass der Druck nicht schlagartig aufgebaut wird. Der Druck muss sich langsam steigern. Das führt dann dazu, dass der Circle Hook wirklich sauber greift. Dieses langsame Steigern vom Druck, da werdet ihr jetzt wahrscheinlich schon hellhörig. Ich habe eben vom Bungee-Effekt beim Bojenfischen gesprochen. Genau da haben wir einen absolut idealen Anwendungsfall, bei dem auch der Druck langsam aufgebaut wird. Zuerst gibt man alles andere nach. Und dann wird der Druck auf den Haken immer stärker, immer stärker, immer stärker. Und je weiter der Fisch sich abdreht, desto mehr dreht der Haken sich einfach ins Maul ein. Und der Fisch hängt sich. Und was, das ist auch noch ein riesen Vorteil vom Circle Hook. Der Circle Hook greift eigentlich immer im Maulwinkel. Es kann auch mal sein bei kleinen Fischen, dass er sich irgendwo anders rausdreht. Oder vielleicht auch mal, wenn er irgendwie ein bisschen seltsam aufgenommen wurde vom Wels, dass er sich sonst wo rausdreht. Also mittig aus der Kieferplatte zum Beispiel. Aber in der Regel hängen Circle Hooks im Maulwinkel. Was natürlich auch dann das Hakenlösen wesentlich erleichtert und halt für den Fisch auch entspannter ist. Was bedeutet das jetzt für mich als Angler? Wie verhalte ich mich am besten? Ja, es ist so, dass man auf keinen Fall einen Anhieb setzen darf. Ja? Also der Anhieb, wenn man den setzen würde, wäre das eben zu viel des Guten. Die Kraft würde zu schnell aufgebaut werden und würde dazu führen, dass der Haken nicht Zeit genug hat, um sich sauber ins Maul einzudrehen. Ja, und deswegen kann man sich, wenn man den Biss hat beim Circle Hook, auch wirklich Zeit lassen. Also wenn ihr seht, ihr habt einen Biss und der Fisch bringt die Montage langsam auf Spannung, dann könnt ihr wirklich langsam aufstehen. Da habe ich eben schon von gesprochen, dass ich mir jetzt immer Zeit lasse beim Flussaufangeln und beim Bojenangeln und beim Abspannen. Also ihr könnt ganz langsam in Ruhe aufstehen, die Schuhe anziehen, warten, bis die Reißleine abreißt, weil das hat sich für mich so als ideal rauskristallisiert, dass man wartet, bis die Abreißleine abreißt. Und dass man dann langsam auf Spannung kurbelt und dann Kontakt zum Fisch aufnimmt, ohne einen Anhieb zu setzen. Das ist die Vorgehensweise, die mir jetzt in den letzten Jahren wirklich die besten Erfolge gebracht hat. Jetzt gibt es verschiedene Meinungen dazu, wie man den Circle Hook, damit er eben diese Drehbewegung vernünftig vollziehen kann, an der Montage montieren sollte. Ich mache es ganz einfach. Also es gibt da auch Varianten, wo dann der Circle Hook in Schlaufen eingehängt wird, damit er frei drehen kann. Und ja, da gibt es zig Varianten, die ich schon gesehen habe. Ich fische es aber von Anfang an, genauso wie ich es jetzt hier auch gebunden habe. Und das ist einfach, wenn ihr es seht, mit einem No-Knot. Ganz normal, wie ich auch einen normalen Haken fischen würde, normalen Einzelhaken fischen würde, binde ich das mit einem No-Knot. Und ich habe hier eine akkurat richtig, richtig gute Bissausbeute. Ja? Und deswegen mache ich mir das Leben nicht großartig schwer mit dem Binden von irgendwelchen Schlaufen oder sonst irgendwas. Ich binde das einfach so und fertig. Das geht sogar beim monofilen Vorfachmaterial wunderbar. Beim geflochtenen, das habe ich hier auch noch gebunden, kann man auch mal zeigen. Beim geflochtenen ist es natürlich so, dass alles noch viel weicher ist und sich besser eindreht. Das unterstützt natürlich den Circle Hook, aber selbst hier bei monofilen Material, was relativ steif ist, ist das Ganze kein Problem und die Bisse hängen wirklich ausgezeichnet. Das kann ich einfach so sagen. Und das Schöne ist, man kann wirklich ganz entspannt, wenn man merkt, es gibt ein Anklingeln, flussauf oder beim Abspannen, dann weiß man schon, okay, jetzt kommt der Biss, dann steht man auf. Und sonst hat man ja immer das Problem, dass man möglichst dann anschlagen sollte, wenn der Waller das Ding sicher im Maul hat und abdreht, kurz bevor die Reißleine kommt. Und hier ist es halt so, dass man einfach die Reißleine kommen lässt, bis sie gesprengt ist und dann hängt der Fisch in der Regel sauber. Ja, ebenfalls ganz wichtig noch bei der Montage von dem Ganzen. Ihr seht, ich habe es hier schon als Haarmontage montiert. Und das ist eben auch ganz wichtig oder zumindest meiner Meinung nach enorm wichtig, dass man eben die Montagen als Haarmontagen angelt. Das heißt, der Köder sollte nicht direkt auf dem Circle Hook angebracht werden, sondern irgendwo sonst. Ja? Das ist deswegen wichtig, weil der Köder, zum Beispiel ein Köderfisch,
den Haken in seiner Drehbewegung hemmt. Es kann natürlich sein, wenn man jetzt ein paar Würmer auf einen Zirkelhook zieht oder Kalamarisstreifen, die relativ weich sind, dass das funktioniert. Habe ich bisher noch nie gemacht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber tendenziell eher H-Montage, denn dann seid ihr auf der sicheren Seite. Der Zirkel ist komplett frei. Hier ist der Köder angebracht. Der Zirkel ist komplett frei, kann komplett frei drehen und seine Arbeit verrichten. Und dann klappt das auch mit der Bissverwertung. Das ist nochmal ganz, ganz entscheidend, meiner Meinung nach. Ja, was fehlt denn jetzt eigentlich noch? Ja, die Form. Also es ist eben so, dass ich, bevor ich bei Carsten angefangen habe, habe ich die Haken hier nicht gefischt. Ich habe da andere Modelle verwendet und habe eben immer darauf geachtet, dass der Abstand zwischen, ich kann das mal hier zeigen, dass der Abstand zwischen Schenkel und Spitze relativ groß ist. Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich darauf geachtet? Naja, wenn ich einen großen Fisch fangen will, dann muss ich davon ausgehen, dass der einen relativ breiten Backen hat sozusagen. Und damit sich der Haken sauber drumlegen und eindrehen kann, brauche ich eben hier ein bisschen Platz, damit der Backen auch durchpasst. Dementsprechend habe ich immer den Abstand relativ groß gewählt. War dann am Anfang bei den Haken ja auch relativ, muss ich ehrlich sagen, skeptisch, wo ich gesagt habe, ist ein bisschen enger als bei den Haken, die ich vorher geangelt habe. Habe es aber dann ausprobiert, weil ich es natürlich wissen wollte und konnte tatsächlich eine Bissausbeute rauskitzeln, die wirklich akkurat 1:1 so weiterging wie vorher mit den anderen Haken. Von daher vertraue ich diesem Haken hier jetzt, unserem Circle Striker heißt er glaube ich, 100%ig. Ich fische in der Größe L und komme da in allen Situationen super damit zurecht. Also das ist jetzt genug der Werbung, aber ich weiß ja, wenn ich das jetzt nicht sage, dann kommen wieder Nachrichten, welchen Haken fischst du genau oder wie groß ist er. Deswegen habe ich es jetzt gesagt, dann wisst ihr alle sofort Bescheid. Ja, und was noch? Was kann man noch sagen? Genau, das ist ganz wichtig. Der Circle Hook sitzt normalerweise bombenfest und ist auch leicht zu lösen. Wenn, weil das ist auch so ein Gespräch, ja, Circle Hooks, die kriegst du nicht mehr raus, das ist alles Quatsch. Man muss den Circle Hook einfach nur genau so rausdrehen, wie er sich reingedreht hat. Und dann ist es kein Problem. Wenn ich dann natürlich jetzt da dran ziehe, wie so ein Ochse, wie bei einem normalen Haken und denke, warum kommt der nicht? Ah ja, der kann nicht kommen, weil die Spitze eben nochmal nach innen gebogen ist. Da, das funktioniert nicht. Da muss ich eben einfach ein bisschen mitdenken und das Ding dann genau den Weg rausdrehen, wie er sich reingedreht hat. Weil alles, was reingeht, geht auch genauso wieder raus. Das ist überall so und das ist auch beim Circle Hook Angeln so und dann ist das eine ganz entspannte Geschichte. Da ist er! Glückwunsch! Geil! Circle Hook hat, ja, gegriff. Sitzt da? Der sitzt. Der wäre auch nicht mehr ausgeschlitzt. Wichtig ist halt beim Circle Hook, dass wenn man ihn löst, dass man ihn genau so löst, wie er reingeht. Also er dreht sich rein und man muss noch genau den Weg wieder rausdrehen und dann ist es eigentlich kein Problem. So, da ist er, der erste Fisch vom neuen Platz, hat am oberen Eingangsende gebissen von unserer Steinbucht, U-Pose bei 4 Meter abgelegt, kleiner Köder, flatter U-Pose, sehr geil. Ja, jetzt müsste ich mal überlegen, was mir noch fehlt, aber ich glaube, das war jetzt mal so der grobe Rundumschlag zum Circle Hook Angeln. Ach so, vielleicht noch gerade der Nachtrag. Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, ja, warum fischst du denn das nicht auch mal flussab? Da muss ich ehrlich sagen, das habe ich bisher noch wenig gemacht. Wenig deswegen, weil ich mit meiner Bissausbeute beim Flussabfischen bisher eigentlich sehr zufrieden war und dementsprechend da keinen Handlungsbedarf gesehen habe. Aber ich werde da definitiv auch in Zukunft noch mal mehr dran gehen, werde auch mal verstärkt flussab mit Circle Hook angeln, weil ich eben der Meinung bin, dass das eigentlich genauso gut funktionieren sollte und dann kann man die Vorteile vom Circle natürlich auch beim Angeln mit der Strömung. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier bei denen, die gerade hier zuschauen, jemand dabei ist, der vielleicht schon eine Erfahrung gemacht hat beim flussab angeln mit Circle Hooks. Schreibt es doch mal einfach in die Kommentare, ich wäre echt mal auf Erfahrungen gespannt. Jetzt ist hier wieder eine Mücke auf der Linse. Echt brutal gerade hier. Aber so ist es. Ja, ich denke, ich bin soweit durch mit dem Thema Circle Hook. Ich hoffe, ich konnte da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, vielleicht ein bisschen den Mythos, der sich um diesen Haken rankt, ein bisschen lüften und dafür sorgen, dass ihr vielleicht auch die Vorteile von diesem klasse
Teil in Zukunft bei eurer Angelei nutzen könnt. Ihr müsst ihn dann natürlich auch nicht bei uns kaufen. Ihr könnt kaufen, welches Modell ihr wollt, das ist ganz klar. Nur generell ist es ja so, dass der Circle Hook an sich ein eigenes Hakenmodell darstellt. Und ihr solltet euch echt mal angucken, was das für Eigenschaften sind, beziehungsweise angucken, was man damit alles Gutes machen kann, um die Angelei eben zu optimieren. Ihr werdet erstaunt sein, weil genauso ging es mir am Anfang auch. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist und ihr noch kein Abonnent seid, dann denkt auf jeden Fall dran, hier zu abonnieren und auch die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn hier auf dem Kanal was Neues passiert. Und falls ihr gelegentlich mal im Zackfishing Online-Shop vorbeischaut und was bestellt, dann denkt auf jeden Fall an den Bestellcode Zack, denn damit unterstützt ihr diesen Kanal und ihr bekommt noch gratis was in eure Bestellung dazu. Fairer Deal für beide Seiten, ich kann es nur immer wieder sagen, meiner Meinung nach. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß am Wasser, passt auf euch auf, bleibt vor allen Dingen gesund, fangt ein paar Fische und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos. Bis dann, tschö.